Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen SSO-Kaufvideo. Ja, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich dieses Wochenende mal ein Kaufvideo bringe. Ich verrate euch auch schon, welches Pferd ich kaufe. Und zwar handelt es sich dabei um den Tinker aus Firgrove, den ich euch vor einigen Wochen schon mal gezeigt hatte. Ich habe mir einen kleinen Spaß erlaubt. Haha, Witz. Meine Lippen geben heute schon einen kleinen Hinweis darauf, wie das Pferd eventuell heißen könnte. Ihr könnt also jetzt schon mal raten. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Firgrove, verschnellere das ein bisschen und hinterlege das mit Musik. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns gleich in Firgrove wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ging ganz schnell. Wir sind in Firgrove angekommen. Und jetzt geht's zum Kauf. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht habt ihr ja schon geraten. Ich hätte vielleicht noch einen Hinweis geben können, was es wird. Hengst oder Stute. Es wird eine Stute werden. Ah. Da ist der Tinker. Komm, wir steigen mal ab. Ah. Na du. Schon echt ein sehr, sehr hübscher, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Mähne lasse. Wahrscheinlich will ich sie erstmal lassen. Mir gefallen aber auch andere Mähnen beim Tinker wirklich sehr, sehr gut. Wir werden uns natürlich auch gleich mal noch die Mähnen anschauen. Ah. Sehr süß, sehr süß. So, 950 Starcoins kostet der gute Tinker. Ist damit immer noch einer der teuersten Rassen. Ich glaube, das hatte ich noch nie vorgelesen. Das habe ich damals, als ich ihn gekauft habe, nicht gemacht. Also könnte ich das ja jetzt mal noch eben machen. Wenn es euch nicht interessiert, es gibt jetzt einfach eine Minute. Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer plus 0, Agilität plus 1. Die Tinker kommen ursprünglich aus Irland, Gypsy Manor. Das Pferd an sich ist kraftvoll und ruhig. Sie wurden früher von fahrenden Kesselflickern für das Ziehen von Wohnwagen und Kutschen benutzt. Die Pferde zeichnen sich durch einen freundlichen Charakter aus und sind leicht zu dressieren. Sie sind bekannt für ihren Arbeitswillen und sind sehr universell einsetzbar. Obwohl die Tinker meistens scheckig sind, gibt es sie in unterschiedlichen Farben. Genau wie die Farbe kann die Größe ebenfalls stark variieren. Ja, habe ich schon gesehen. Das gibt es tatsächlich auch noch als Ponygröße. Zwischen Pony und Großpferd. Das ist richtig krass. Ich weiß jetzt so gerade nicht mehr die genauen Maße. Sie können klein wie Ponys sein und auch groß wie normale Arbeitspferde. Mensch, SSO spricht mir euch die ganze Zeit. Besonders bei diesen Pferden ist die Behaarung in den Beinen, die lange Mähne und der Schwanz. Das heißt Schweif. Aber egal. So, 950 Starcoin sind wir gleich. Lemon Time ist auch ein cooler Name. Warte mal gerade. Geht Lemon Tree? Das muss ich jetzt gerade gucken. Geht Tree? Also ich werde jetzt den Namen nicht umschmeißen, deswegen, aber Tree wäre... Geht es? Ach schade, es geht nicht. I wonder how, I wonder why. Da, 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 da. Wer kennt das Lied noch? Lemon Tree. Nein, aber so will ich sie ja nicht nennen. Che, 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 che. Wo ist es denn? Das ist unten mein neuer Name, ne? Ja, Cherry. Ich mag ja Kirschen. Cherry Time ist auch cool. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Eigentlich ein total blöder Name, Cherry Mint. Eigentlich ist es echt blöd, weil es macht Kirschminze. Das macht eigentlich im Deutschen keinen Sinn, aber ich dachte, Cherry Mint klingt vielleicht ganz, ganz süß. So, Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Hooray! Ah, ich freue mich schon. Jetzt müssen wir gleich erstmal noch ein passendes Set finden. Wir werden sie einkleiden und ich denke, dafür muss ich Daisy Girl ausziehen, weil ich glaube, Oh, ich muss dich ausziehen, Daisy. Oh. Sie guckt ganz verzweifelt, weil ich glaube, dass Rot dem Tinker sehr, sehr, sehr gut stehen dürfte. Denke ich schon. So. Und wer hat richtig gelegen? Wer hat irgendwas mit Cherry geraten? Ich denke mal Cherry oder Ruby oder sowas. Oder Apple vielleicht. Auch irgendwas Rotes war bestimmt ganz hoch im Kurs bei euch. So. Ja, Daisy, was klaue ich dir denn jetzt mal alles? Die Trense nehme ich auch mal mit. Gott, du Arme, den Sattel. Da, da.
Super, jetzt lasse ich dich hier nur mit den Bandagen stehen, so angeranzt. Sorry. Da hinten steht sie. Unsere Cherry Mint. Ah. Wie gesagt, der Name macht keinen Sinn. Da dürftet auf keinen Fall drauf achten. Ja, die Trense ist doch schon mal hübsch an ihr. Gefällt mir. Ist doch sehr süß. Die Decke finde ich auch super. Sattel auch super. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ihr Set werden wird. Aber ich bin mit meinem Aussehen dazu noch nicht zufrieden. Und wir müssen noch eine Dekoration finden. Ja, aber ich finde immer, dass dieses Blatt, dieses Ahornblatt, passt immer eher zu Hengsten, finde ich. Das ist eine der wenigen Sachen, die Hengste auch tragen können, ohne komisch auszusehen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was wäre denn hier denkbar. So, das mache ich mal zu. Also die rote Schleife wird da natürlich super zu passen, aber finde ich jetzt gar nicht mal so cool, muss ich hier sagen, bei ihr. Also es ist nicht hässlich, aber da gibt es bestimmt auch noch schönere Sachen. Das Rosa ist auch süß, aber es passt hier zur Decke. Die Karierte ist sehr, sehr goldig an ihr. Also die Jalaheimblume, die ist auch cool, muss ich sagen. Gelb könnt ihr tatsächlich auch stehen. So ein blasses Gelb. Nicht so ein kräftiges, wie ich jetzt hier am Schweif habe, aber so ein blasses Gelb. Aber dann bräuchte ich auch eine Decke, eine entsprechende. Ich weiß gar nicht, gibt es dort championatstaugliche Decken? Ich glaube nämlich nicht. Die Sonnenblume passt auch zur roten Decke. Die gelbe Schleife ist jetzt auch nicht schlecht, aber... Aber ich glaube, ich werde ihr nicht auch noch die Schleife für den Schweif verpassen, die Sonnenblume. Der Kranz ist natürlich auch wunderschön für den Sommer. Passt sehr gut zu dem Tinker, finde ich. Aber ich glaube, wir bleiben hier bei der Sonnenblume. Die trägt sie doch mit Stolz. Na, warte mal. Ich möchte gerne noch eine andere Hose. Ich hätte gerne eine dunkelbraune Hose und ich habe auch schon eine im Visier, die dazu passen dürfte. Kleidung. Muss ich nochmal gucken, wo ich die habe. Ich müsste eigentlich mal nach Farben sortieren. Es ist die dunkelbraune, ne? Dazu dann aber vielleicht andere Schuhe. Was haltet ihr denn von dem Outfit? Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde es echt ganz cool. Ja. Warum nicht? Ich meine, ich habe jetzt gerade keine passenden Handschuhe, aber whatever. So, die Gute. Wir begeben uns jetzt erstmal oben Richtung Reitplätze und Friseur. Da gucken wir uns natürlich auch mit ihr nochmal die verschiedenen Gangarten an, auch wenn die beim Tinker wahrscheinlich alle kennen und auch das Führen. Und natürlich auch die unterschiedlichen Mähnen, weil ich habe ja gesagt, ich möchte diese Kaufvideos machen, diese regelmäßigeren, wenn sie denn entsprechend laufen, dass sich das für mich lohnt. Weil dafür muss ich ja dann auch Starcoins kaufen, das darf man nicht vergessen. Ich möchte die ja gerne machen, damit Unentschlossene vielleicht auch sich leichter entscheiden können. Ist das Pferd was für mich? Möchte ich das wirklich haben? Oder wären das für mich rausgeschmissene Starcoins, weil ich es eh nicht reiten würde? Und ja, ich werde mir natürlich keine Pferde kaufen, die mir absolut nicht gut gefallen. Das ist auch klar, aber bei Pferden, die ich sowieso schon gerne haben wollte, immer mal, werde ich das gerne machen. So, Interface verbergen. Also sie ist schon eine sehr, sehr süße, muss man ja sagen. Ist schon, ne? Cherry Mint. Dieser Name. Ich habe den vorhin gesehen und dachte mir, ah, das ist irgendwie süß. Okay, also wir hätten hier den Schritt. Ich mag das bei den Tinkern ja sehr, sehr gerne, dass sie so mit dem Kopf wippen. Ich mag sowieso die Tinker sehr, sehr gerne von ihrer Art her. Es gab eine Zeit lang, da habe ich sie nicht so gemocht, aber mittlerweile finde ich sie eigentlich echt cool, muss ich sagen. So, dann hätten wir hier den Trab, wo der Charakter ja leider mittlerweile ziemlich dämlich leicht trabt. Ich hoffe, das wird mal noch gefixt, weil das sieht so blöd aus. Das ist so ein Pony-Leicht-Traben. Das passt überhaupt nicht zu den großen Schritten von den Pferden, von den Großpferden. Den Arbeitsgalopp. Und schauen wir uns auch mal noch den, ja... Das ist mal so, das ist ja hier schon ein Renngalopp, aber So, hier. Die schnellste Gangart gucken wir uns hier auf der Geraden an. Das sieht so aus beim Tinker.
Und jetzt gucken wir uns mal noch eben einen Sprung an. Haben wir zwar eben schon gesehen, aber egal. Macht nichts. Reiten wir aus dem Arbeitstempo-Galopp an. So, so sieht das Springen aus. Und so das Steigen. Und einen Sliding-Stop machen wir auch noch. Wir werden aber im Maul rumreißen immer. Okay, so sieht das dann aus. Jetzt steigen wir mal ab. Ich habe mir extra dafür, extra für solche Videos, habe ich mir auch die Führfunktion gekauft. So. So. Boah, reitet der NPC einfach durch uns durch. Ich glaube das ja nicht hier. So. Moment. Interface aus. Das Führen sieht beim Tinker so aus. Finde ich tatsächlich auch mit einer der schönsten Animationen, weil sie so knuffig mit dem Kopf nicken dabei. Auch wie wenn sie normalerweise Schritt geritten werden. Finde ich sehr, sehr schön. Mag ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ah. Das ist echt süß. Das ist wirklich schön. Gefällt mir. Hoppala. Warte mal, muss ich denn jetzt eiere ich mir hier einen ab? Das ist echt, das gefällt mir. Komm, wir drehen mal um, Cherry. Ja, ist doch schön. Also mir gefällt es persönlich. So. Aber, oh, guck mal, das ist ein schönes Bild, oder? Oh, vielleicht nehme ich das für die Folge als Thumbnail. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Okay. So. Ah, wenn sie, ja, genau das. Wenn sie den Huf so hebt, das ist echt schön. Ja, das könnte tatsächlich auch mit einer meiner Lieblinge werden, das Pferd. Wirklich, das ist sehr, sehr schön, gefällt mir. So, jetzt schauen wir uns mal noch die restlichen Mähnen an. So. Oh. Und wir nochmal gucken, wie die Sachen stehen. So, zack. Also, Standardmähne beim Tinker. Dann hätten wir die ganz, ganz kurze. Finde ich tatsächlich bei ihr auch nicht schlecht. Ich würde sie ihr nicht unbedingt geben. Aber sie ist gar nicht mal hässlich. Aber, ich finde, guck mal, der Popo, der sieht so ein bisschen knochig aus, regelrecht. Das bei dem Tinker, das ist schon, Zöpfchen, klar, die sind beim Tinker. Super, ich liebe sie. Ich habe sie ja auch auf Daydream drauf, die Zöpfchen. Finde ich ganz, ganz toll, auch bei ihr. Damit kann sie sich echt sehen lassen. Man sieht richtig aus wie so ein etwas schwereres Dressurpferd irgendwie. Also, ihr wisst, Tinker sind jetzt nicht die Rasse für hohe Dressuren, aber ihr wisst, was ich meine. So von vorne sieht echt edel aus. Gefällt mir. Dann haben wir diese Standardpferdemähne, diese Startmähne, sage ich mal. Die finde ich tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, obwohl das natürlich auch sehr schön ist mit dem Hals auf der einen Seite freiliegend. Hier, schaut mal. Das ist auch, ja, das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Muss ich sagen. Ist auch ganz hübsch. Also ich kann mir tatsächlich, momentan kann ich mir die Mähne, die kurze Mähne auf ihr am wenigsten vorstellen. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich bei ihr die Mähne eventuell mal wechsle. Und mal verschiedene ausprobiere. Die hier ist auch sehr schön. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Da ist ja auch die eine Seite vom Hals freiliegen. Finde ich, also ich mag das immer, wenn eine Seite vom Hals frei ist und man so die Muskulatur sieht. Das finde ich mal sehr, sehr schön. Da bin ich ein großer Fan von. Boah, da ist natürlich auch der Schweif wunderschön voll. Also ich werde jetzt erstmal bei dieser Mähne hier bleiben, weil ich sie bei ihr auch richtig schön finde. Aber das ist definitiv mein Platz 2. Diese Wildpferdemähne. Gefolgt von den Zöpfchen, gefolgt von die, obwohl, ja, ich glaube die hier, die gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, ich kann hier wirklich der Reihe nachgehen. Und am wenigsten gefällt mir die kurze. Gut, das war's dann jetzt aber auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr sowas mal häufiger sehen wollt. Ich werde es ja auch in den Videos, an den Aufrufen sehen. Wie gesagt, es ist natürlich so ein bisschen eine Sache, ich muss dafür dann die Starcoins kaufen. Und es kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Leute sich für die Videos interessieren, wie viele sie schauen. Ab einem bestimmten Anguckwert, sage ich mal, rechnet sich das dann natürlich. Dafür müssten ungefähr 5000 Views erreicht werden. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, dass wir mit Cherry Mint noch jede Menge Spaß haben werden.
Ich werde sie auf jeden Fall zu Ostern reiten. Ob ich sie bis dahin nochmal reite, weiß ich noch nicht, weil ich definitiv, das verrate ich jetzt schon mal, für die Quest in Epona nochmal die gute Snowflower von der Insel holen werde, weil sich so viel auch Snowflower nochmal gewünscht haben. Die wird dann nochmal zu Ehren kommen, das kleine Ponyleinchen. Muss ich auch mal langsam ausleveln, die gute. Hat sie verdient. Und ja, dann einen schönen Samstag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.